Hallo und herzlich willkommen hier am Donnerstag zur nächsten Folge von Space Engineers auf Microhazard TV. Der Heiko steht da mitten im Verbinder einfach drin und holt sich darüber die Komponenten, die er braucht zum Bauen. Und der ist also auch da. Hallo. Dann ist der Ronny hier. Hi. Und der Bio, der geistert sich auch irgendwo rum. Ja, ich bin hier unten. Baust du da unten deinen Ring? Ja. Ja. Guck mal, was der Bio da macht. Wie groß soll denn das werden, Junge? So groß? Ein Ring, hallo? So, ja, ist es der Ring, wo man dann beamen kann, runter? Also. Hey, ich will dich dann bitte bitten, den Bauplan in den Projektor zu packen. Ach so, ja. Kannst du ja nicht, du hast ihn ja nicht. So, habe ich dann einen Zugang zu den blinden Verdings? Aber ihr, okay. Ihr klont jetzt nicht Bio, ne? Projektor, Baupläne, MacGyver. Das wäre super, so wäre doppelt so schnell. Fling. So, und schon ist sie virtuell. Guck, schon so, ist das ich stell Bohrschiff virtuell dort. Ja, die Leute wissen noch nicht, wie ihr den Namen genannt habt, ne? Nee, jetzt wissen sie es. Dieses kleine Bohrschiff heißt jetzt MacGyver. So, warum ist wieder weg, Heiko? Man kann mit dem Projekt nur die Bauteile bauen, die angezeigt werden. Ja, und? Da jetzt kein angezeigt wird, kannst du das Schiff also momentan gar nicht bauen. Warum wird keins angezeigt? Weil keins mit dem Projektor in Kontakt steht. Eigentlich. Ja, ist hier was Fahrwerk. Warte mal, du musst es verschieben, ne? Du musst einen Versatz machen. Ja. Warte, mach du das mal, ich kann das hier. Ne? Ich versuch mal, das hinzukriegen. Warte mal, horizontaler Versatz? Nee. Vertikaler Versatz? Nein. Warning, Projektor ist out of bounds. So müsste es gehen, oder? Oh. Ja, warte, ich guck mal. Doch, mit dem Lüfter. Ja klar, mit dem Lüfter geht's. Ja, stimmt. Er zeigt ihn ja an, den Lüfter. Als zeigt er ein bisschen stärker an. Und dann fängst du am Lüfter an. Man hätte auch am Fahrwerk anfangen können, ne? Ja, tatsächlich nur Lüfter. Ja, müsste er jetzt nicht. Aber wenn der Lüfter geschweißt ist, müsste das nächste auftauchen, oder? Ja. Oder soll ich noch einen anderen Versatz machen, dass es trotzdem am Fahrwerk ist unten? Ja, es geht schon so. Ja? Na gut, ich krieg das schon hin. Ja. So, der Bio ist da unten dabei, seine Raumschiffbühne zu bauen. Mehr oder weniger. Also, und mal gucken. Ich tue die jetzt auch mal wieder auf uns überschreiben, ja? Die kleine hier, die MacGyver in Anführungsstrichen. Die tue ich mal wieder auf uns überschreiben, weil die ist aktuell ja hier auf niemandes geschrieben. Und das brauchst du ja nicht stehen lassen. So, ein bisschen höher bitte. So, bitte einmal alles markieren. Besitzer. Wer will denn der Besitzer sein von der MacGyver? Mach ruhig dich. Dann bin ich jetzt offiziell der Besitzer. Oder auch. Können ja sowieso alle benutzen, von daher ist das ja eigentlich sowieso egal. Ja. Ach so, siehst du? Ich bin nicht der Besitzer von der ganzen MacGyver. Der Erdsensor gehört Bio. Alles klar. Den hat er wohl rangebaut, den gehört er wohl Bio. Ach schön, ich konnte ja auch nicht alles auf dich übertragen, weil Bio ja der Erdsensor gehörte. Genau, dann. Aber ist nicht wieder tragisch. Das passt schon. So, jetzt haben wir hier die MHD MacGyver. So, angedockt. Hat er schon wieder das Problem gemacht, dass er hier wieder die Triebwerke ausgemacht hat. So, Triebwerke deaktivieren und so, Schiff steht angedockt. Tanks müssten gefüllt sein, Batterien werden geladen über die Reaktoren und der Heiko kopiert gerade die MacGyver, macht gerade eine zweite davon. Übrigens, er kopiert auch mit die Ladung übrigens, ja. Aber ich glaube nicht beim Projektor, oder? Doch. Echt? Wenn du mal guckst, der Tank wird hier schon mit, der Sauerstofftank wird schon mit 3 Balken angezeigt. Cool. Also ich weiß nicht, ob er es dann im Endeffekt auch denn so denn wirklich baut, aber. So, klein fehlt. Keine Ahnung, ihr macht das der schon. Er turnt da oben rum und tut, was er was macht. Ronny tut da noch rumturnen. Nö, ich weiß. Achso. Und tut so, als ob er da was macht. Bitte wisse. Immer erst die Blöcke fertig schweißen, bevor er den nächsten Block macht. Was? Ronny, bitte immer erst die Blöcke fertig machen, bevor er den nächsten Block macht. Ja, weil sonst kommt es nicht. Ansonsten kommt ihr irgendwann an die Blöcke nicht mehr ran. Achso, okay, ja. So, jetzt hat das Ding noch Ladung? Natürlich nicht, ist leer.
Naja, dann ist er halt leer. Ist auch egal. Gut. Wo hast du jetzt schon angefangen? Hier vorne mit dem Cockpit, ne? Da ich immer noch hier rumstehe die ganze Zeit, wie doof. Und nichts mache. Halt doch die Klappe. Ich bin ja wohl nicht hier. Wie immer. Was ist los hier? Wie immer. Das sagt der, der so, der keinen Bock auf das Spiel hat und hier und fast nicht dabei ist. So, das zeige ich dir bei jedem. So. Oh. Oh, ja. Oh. So, ich fange jetzt an mit dem Schiff hier, so, basta. Dann mach das. Jetzt kommen wir da ja nie mit voran. So. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie groß das Ding werden soll. Oder muss. Deswegen ist immer so eine Sache. Das Ding wird schon groß, ne? Es wird größer als das Schiff hier auf jeden Fall, Leute, ja? Definitiv größer, deutlich größer. Können wir ja genauso gut das behalten, wenn es kleiner werden würde. Ja. Von daher. So, genau. Ich brauche ein paar Blöcke auf jeden Fall. Den haben wir. Dann brauche ich noch erstmal nur so ein paar grundlegende Sachen. Und was ich ganz wichtig brauche, ist das da. Was ich ganz wichtig brauche? Was ich ganz wichtig brauche, genau. So sieht's aus. Klaus. Nee, ich heiße nicht Klaus. So, Herstellung, Computer und Anzeige. Herstellung, Computer und Anzeige. So. Hui. Denn dann das Schiff heißt dann auch MacGyver, ja? Das muss dann natürlich umbenannt werden. Wir sind nicht zu MacGyver. 1, 2, 3, 4. MacGyver 2, ne? Genau, 1, 2, 3, wie auch immer, ja. Aber wie oft wollen wir Schiff dann bauen? Ja, keine Ahnung, also 2 auf jeden Fall, ne? Ja, zweite bauen wir ja gerade. Ja, also 2 reichen, glaube ich, auch erstmal. So, gut, ich gehe mal ein bisschen Abstand hier. Ja, ein bisschen Platz brauchen wir ja schon zur Infinity und zu BIOS Ring, der da unten bastelt. Muss ich aufpassen, wenn ich den Schrott entferne, dass sein sich mit entfernt wird, aber automatisch. Das bediene ich in Ordnung, blöd. Nein, nein, ich habe so. Ja, der Server tut ja automatisch in gewissem Maße. Das ist ja kein Schrott. Je nachdem, ja, aber er könnte es sonst als Schrott werten und das ist der Punkt. Der klang gerade so, als ob ich. Soll das eine Raumstation sein, die fest sitzt an einer Position? Ja, ja, ja. Soll ich daraus mal eine Station machen schon mal? Ja, das kannst du machen. Weil ansonsten gilt es immer noch als großes Schiff und wenn irgendwas Stärkeres gegenfliegt, dann würde das. Nee, deswegen wäre es schon schön, wenn der einen festen Platz hat. Wird das in Bewegung versetzt und dann wäre er blöd. So, ich kümmere mich mal eben drum. So, Info, Convert to Station. So, jetzt ist es eine Station, ja? Alles klar, danke dir. Ronald, bitte erst die Batterien jetzt fertig machen. Wer war denn hier unten gerade? Achso, das warst du gerade, was? Das war ich, habe gerade eine Station draus gemacht aus deinem Schiff. Okay. Aus deinem Schiff eine Station gemacht. Beim Schiff? Ja, gut, hätte auch fliegen können. Genau. Wenn man es wahrscheinlich mit Triebwerken versehen könnte, hätte ich jetzt wieder geflogen, ja. So, Farbe, so. Gut, jetzt müssen wir mal gucken hier, dass ich jetzt erstmal hier anfange jetzt mit einem Schiffchen. So, das wird sehr lustig hier auf jeden Fall. Gut, die Ausrichtung ist eigentlich egal, weil das Schiff ist ja dann eh beweglich, logischerweise. Warum? Das ist ein Computer. Und Energiezellen. Ja, Energiezellen habe ich alle mit. So. Okay, jetzt stimmt hier irgendwas nicht. Der Punkt ist, ich habe jetzt überhaupt noch keine Überlegung, wie breit oder wie lang, wie groß, ne? Ist das Problem jetzt? Überhaupt noch keine Überlegung habe in der Richtung. Ja, ein Computer fehlt noch. Ja, ich bin gerade versucht nach der Computer. So, ja. Hat sich doch einiges geändert. Hast du? Nee, ne. Schon. Aber vorher andere Icons gehabt. Ah ja, komm wieder. Was ist denn hier los? Ach, oh, ey. Die Batterie ist fertig? Ja, Batterien sind fertig. So.
Dann brauchen wir noch Triebwerkkomponente und Stahlbrauche groß. 10 Stahlplatten brauche ich noch. Ne, 10 Herstellungskomponenten, 10 Stahlplatten, Motor und Stahlbrauche groß. Eis, was machst du eigentlich gerade jetzt? Was? Was machst du gerade? Naja, ich beginne mit unserem großen Schiff. Ach so. Hilft die Kinder dort? Das wird eine Lebensaufgabe. Ne, das ist ja erstmal Planung und Bio, ne? Da ist so. Mit Helfen ist da erstmal auch am Anfang überhaupt nicht viel. Also ist das nicht so schlimm, dass ich kurz. Nö, bin, ja? Mach ruhig da unten dein Ding. Nö. Jeder hat jetzt das da was zu tun. Ich baue mit Ronald an dem zweiten Bohrschiff und. Du baust deinen Teil da unten und Eis baut an seinem großen Schiff. Unserem großen Schiff. Oh, ja. Ey, der Schiff ist weg. Ein großes Ding. Triebwerkskomponente brauchen wir. Genau so. Perfekt. Ich habe keinen Stahlplatten mehr. Super. Das findest du super? Nee, Stahlplatten mehr. Also ich sehe sowas ja anders. Leider ist sie sehr, sehr eckig geworden. Hättest du noch andere Blöcke nutzen müssen. Nutz mal, die nennen sich. Eck-Rampe. Such mal nach Eck-Rampe. Ja, eckig meine ich jetzt so von dem Laufsteg, weißt du? Naja. Sieht eher aus wie ein Quadrat als wie ein Kreis. Ja. Der Kreis kriegst du ja auch nicht ganz so hin. Naja, aber was man könnte was hinkriegen, was aussieht wie ein Kreis annähernd. Ja. Ja, aber komplett rund ist leider nicht möglich in dem Spiel. Das ist wohl so, ja. Na. Wahrscheinlich, ja. So. Ach so, hatten wir uns jetzt geeinigt, was die Art der Panzerung angeht? Gar nicht, oder? Aber wir hatten gesagt, ein bisschen fester, hatten wir gesagt, doch schwerer. Teilweise schwerer, oder nicht? Also ich glaube, ich doch, weil das ja als Verteidigung... Ich meine, ich kann auch gerne die komplette Außenhülle aus schwerer Panzerung bauen. Zieht das Projekt allerdings massiv in die Länge, aber... Möglich. Ich mach das einfach mal. Ja, also ich würde schwere Panzerung nehmen. Da wird ja der ganze Stolz sein. Das heißt, so. Ich verstehe. Sobald du Hilfe brauchst, musst du Bescheid sagen, ja? Ja, naja, aktuell ist es ist ja eh mehr Planung immer als Arbeiten. Das, kennst du das ja? Also sag mal, probierst du gerade aus, oder was? Wie das am besten geht? Naja, so ein bisschen, ja. Ich habe das Bild hier vor der Nase und tu so ein bisschen gucken, wie ich das am besten umsetze. So ein paar Details, auch dass das wenigstens ein bisschen
schon in die Richtung geht optisch auch. Man muss Details schon am Anfang einplanen gleich. Ja. Sonst hat man später keinen Platz mehr für die Details. Ja. Dreht er wieder ab. Jo, ja, aber die Folge ist... Schon wieder? Ja, unglaublich. Die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Ihr merkt, der Bier will jetzt gar nicht mehr aufhören, ne? Wenn das der Bier jetzt schon sagt, schon wieder, also wie schon wieder zu Ende, auch schade, ich hätte gerne weitergebaut, nach dem Motto. Ja, ja, ist auch so. Ja, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Du hast Urlaub, kannst ja gerne weiterzocken. Leider, aber nicht die Zeit dafür. Der Server ist rund um die Uhr online, du kannst jederzeit hier weiterspielen. Ja, ich will es. Ja. So, aber trotzdem Feierabend. Genau, ja, für diese Folge zumindest. Genau, ja. So sieht's aus. Und ja, wir bedanken uns, dass ihr eingeschaltet habt und uns natürlich sehr freuen, wenn ihr morgen am Freitag hier wieder einschaltet. Und bedanken zu einer uns neuen Folge, ja. Genau, und sagen ciao, tschüss und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.